vor. Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute werde ich 24 Stunden lang nur Vape rauchen. Es wird geisteskrank, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr diese Videos gesehen habt, wo ich 24 Stunden lang nur Zigaretten geraucht habe. Wende ich euch sonst mal hier ein und hier. Ich glaube, zwei Teile habe ich gedreht. Und Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Abonniert euch schon mal kostenlos Kanal, nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, let's go. So, Leute, jetzt seid ihr abgecheckt, was das bei eBay wert ist. Ja, ey, das Problem ist, das ist, glaube ich, ein neues Set. Ich glaube, die neuen Sets, die gehen nicht ab. Das sind, glaube ich, halt nur die alten, die was wert sind. Oha, Leute, gönnt euch mal hier einen Panda-Bär. So, Leute, auf jeden Fall, ja, Vapes haben die jetzt hier leider nicht. Das heißt, ich muss die gleich von der Tankstelle holen. Naja, also ich habe sowas... Hä, zeig mal, wo sind die denn? Okay, bin ich mal gespannt, weil das Ding ist, ich habe sowas auch noch nie geraucht und dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, wo man sowas überhaupt kaufen kann. Leute, by the way, ich sitze hier gerade im Schnitt und ja, also das Ding ist, das Video habe ich tatsächlich schon dreimal geschnitten, glaube ich, oder zweimal. Ich hatte zwischendurch immer wieder Probleme mit dem Laptop. Irgendwie ist der immer wieder abgeschmiert und dann muss ich das Schnittprogramm auch mal löschen. Auf jeden Fall bin ich gerade dabei, das zu schneiden. Mir fallen auf, dass leider sehr viele Frequenzen fehlen. Super schade, ey. Das kommt halt davon, wenn man ja Videos einfach rumliegen lässt und nicht direkt bearbeitet. Weil viele Sachen, die ich auch mit einbauen wollte, die habe ich so nicht mehr. Und dementsprechend muss ich das ein bisschen umschneiden. Aber gut, viel Spaß damit. Und Leute, wichtig, ich cappe nicht. Es ist leider tatsächlich so. Ich habe über Grover ein MacBook Air gemietet. Und ja, mit diesem M1 Prozessor wollte ich es mal ausprobieren und wollte darüber auch Videos weiterhin schneiden und habe dann festgestellt, dass irgendwie wahrscheinlich Dateien den Laptop total ausgebremst haben, beziehungsweise das Schnittprogramm. Ich kann es euch mal zeigen, jetzt Real Talk hier. Da haben wir jetzt, Leute, einfach ein MacBook Air. Der Akku ist leer. Ja, ist auch schade drum, aber das heißt, ich habe den nur einmal eingerichtet, die Dateien reingezogen und auch festgestellt, dass das MacBook Air auch übertrieben langsam geworden ist. Dementsprechend habe ich das nur einmal eingerichtet und dann hingelegt und hoffe, dass ich meine Monatsmiete bzw. die Frist nicht verpasse und das Ding wieder zurückgeben kann. So, Leute, auf jeden Fall finde ich gewonnen, aber um ehrlich zu sein, sind die mir zu teuer, 50 Euro für so ein, keine Ahnung, ist das überhaupt was Gutes so? Taugt das was? Ich weiß es nicht, wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. So, Leute, jetzt hier auf jeden Fall diese Fritz-Cola hier gönnen. Letztes Mal habe ich außerdem sogar die ohne Zucker gekauft. Die hat irgendwie noch so einen weißen Rand oder so. Richtig ekelhaft auf jeden Fall. Ohne Spaß, so diesen Weitwinkel, den feiere ich einfach. Das sieht so witzig aus. Habt ihr die auch ohne Nikotin? Hä, wo ist denn der Unterschied? Ja, mit Nikotin ist Nikotin halt, weißt du? Hä? Warte mal. Bei mir ist das Wurst. Ein Zehner geht voll klar. Das sind, glaube ich, nur so Adapter. Das sind gar keine richtigen. Ich glaube, die haben die hier. Ah, du meinst diese fertigen, ne? So, Leute, jetzt haben wir sie gefunden hier. 7,90 Euro geht sogar voll fit. Ich habe einen Zehner gerechnet. Was ist das jetzt, so, Unterschied? Das ist... Willst du einfach alle drei nehmen? Ja, erstmal zwei. Und noch Lemon Minz und... Oder willst du Apple Peony? Ich würde eine von dir, also ich würde die beiden nehmen. Ja, aber nee, ich will lieber Minze statt Apfel. Okay. Eisminze. Und was ist das? Cream Waffel. So, Leute, jetzt haben wir sie Gott sei Dank doch noch gefunden. So, Leute, auf jeden Fall, ja, ich packe das jetzt mal aus. Ich bin gespannt. So, Bedienungsanleitung brauchen wir nicht lesen. Das sieht ganz simpel aus. Ja, das sieht aus wie ein Feuerzeug. Ja, soll ich mal probieren jetzt? Ja, zieh mal. Ja. Hä? Das ist richtig komisch. Nimm mal einen richtigen Zug. Oh. Darf ich auch mal einen? Oh, das geht, oh mein Gott, das geht richtig in die Nase. Ja. Okay, krass. Aber gibt's hier nicht was ich drauf machen kann? Irgendwie so einen Aufsatz oder so? Nee, scheinbar da nicht. Ja, weil das ist ja blöd. Das stecke ich ja so in eine Tasche und so, und dann kommen die Dreck rein. Ja, ist egal. Okay. Aber ich muss schon sagen, der Geschmack ist überhaupt nicht krass oder so. Leuchtet das hier? Ja, klar. Welche Farbe? Grün. Okay, krass. Okay, jetzt kommt richtig Rauch. Waffe ist so ekelig.
So, Leute. Also dieser andere, dieses andere Teil, was ich gekauft habe, ist ja unerträglich. Das kann es ja nicht geben. Deswegen rauche ich jetzt erstmal diesen hier. Vielleicht muss man die auch einrauchen, ich weiß es nicht. Ich habe mir gerade zwei Berliner geholt, ich bereue das total. Ich habe jetzt übertrieben klebrige Finger und ich kann die jetzt hier auch nirgendwo sauber machen. Das nervt gerade übelst. Ich gehe erstmal einen Döner gleich essen. Ich bin jetzt das erste Mal in Hagen, also das ist NRW und gefällt mir gar nicht. Vielleicht geht es auf jeden Fall nach Köln, ich freue mich schon. Und zwar der Saturn. Gleich rüber. Das Wetter ist so geil, heute habe ich mit Geisteskrank durchgeschwitzt. So, Leute, haben wir angekommen. In Köln. Ich habe echt keinen Bock mehr, ey. So, Leute, jetzt hier auf entspannten Kölsch mal probiert und hier im Park, ich glaube Media Park heißt das. Mega nice. So, Leute, angekommen auf den Kölner Ring. Erstmal noch so ein, ich weiß nicht genau, wie das heißt, so ein Salitos oder so. So einen blauen geholt. Mega nice. So, Leute, auf jeden Fall, ich mich jetzt voll gekleckert. Ich muss auf jeden Fall gleich mal nach Hause das Auto wechseln, dann geht's direkt weiter. Wenn wir jetzt noch auf einen Kollegen warten, ohne Spaß. Warten ist echt scheiße. Jetzt mal Real Talk, mittlerweile schmeckt das echt. Outfit gewechselt und jetzt kommt er. So, Leute, auf jeden Fall, ich sitze hier gerade im Schnitt. Wir haben es, ich zeig's euch mal, kurz vor 5 Uhr. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich wieder mal kein Ende aufgenommen habe. Beziehungsweise, wahrscheinlich habe ich das aufgenommen, aber ich habe irgendwie 6 Speicherkarten und das Video ist auch schon älter, also ich habe das Video schon, weiß ich nicht, vor 2 Monaten oder so aufgenommen und bin einfach nicht dazu gekommen, es zu schneiden. Ich habe auch noch mehrere Videos vorproduziert, wo ich überall nicht zukomme, die zu schneiden. Auf jeden Fall, das ist es. Mein Fazit ist, es ist völlig bescheuert. Schreibt ruhig unten in die Kommentare, ob ihr auch diese E-Shishas raucht oder Vapes oder wie auch immer die heißen. Die sind ja ziemlich in aller Munde. Also ich bin da kein Fan von. Ich habe meine noch liegen, die sind mittlerweile schon leer. Ich hatte noch die andere, die ich gekauft habe. Hatte ich auch geraucht, aber davon fehlt die Datei irgendwie. Deswegen, sorry Leute, ist ein bisschen durcheinander. Das Video ist halt echt alt schon. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt es unten in den Kommentaren. Abonniert kostenlos den Kanal und denkt sowas und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, ciao!